So, Leute, da sind wir beim nächsten Video. Und dieses Mal habe ich etwas geschafft, was ich schon aufgegeben hatte. Ihr seht schon oben, wir haben alle, ich sage das betont, alle Adventure in the Forgotten Realms Minigames. Die Minigames sind sehr, sehr cool. Ich habe versucht, sie schnell zusammenzukriegen, aber diese eins, die war so unendlich schwer zu bekommen. Und ich weiß nicht warum. Sie war unendlich schwer zu bekommen. Hier ist ein Treasure Token drauf. Ich weiß nicht, warum es schwer war, aber diese 1 war praktisch nirgendwo zu finden. Und ihr wisst, ich mache das erst, wenn ich alle voll habe. Deswegen mir fehlen aktuell zum Beispiel von Mitternachtsjagd fehlen mir noch die 4, 5, also 4 und 5. Und ja, ich hoffe, die kriege ich bald mal, damit ich die Minigame-Series auch dafür machen kann. Auf jeden Fall gucken wir uns jetzt mal an, was wir haben. Wir haben Magic Minigames Booster Blitz. 2 Leute, 2 Booster, 10 Minuten Zeit. Man macht einfach einen Single Pack Fast Games of Magic. Es ist so, dass jeder Gegner den Booster aufmacht, 4 Piles a 3 Karten runterlegt und ihn macht. Das ist das ganz normale Booster Blitz. Ich habe ganz am Anfang das Booster Blitz hier oben, seht ihr auch schon eingeblendet. Die anderen Videos habe ich das Booster Blitz schon erklärt. Ich werde das nicht nochmal erklären, weil es halt ein altes Booster ist, also ein altes Minigame im Endeffekt. Und ja, da hat sich nichts dran geändert. Aber woran sich ein bisschen was geändert hat, ist Totally Lost in Translation. Und ja, man möchte mit dem Teammate so viele machen wie möglich, um einen Clou zu erreichen. Also ein bisschen Hinweise zu machen. Man braucht 2 bis 6 Spieler, 3 Packen und 10 Minuten Zeit und ein D20. Dann könnt ihr schon sehen, es ist ein neues Spiel, weil die D20s, 20-seitige Würfel haben wir sonst nirgendwo außer in Adventure in the Forgotten Realms. Dementsprechend ist das nur hier der Fall. Es ist so, dass man 3 Booster aufmacht, also alle 3 Booster und alle Karten ohne Magic Rücken rausnimmt. Die restlichen Karten verdeckt, einfach mischt. Ein Spieler ist dann der, also es wird random gezeigt, wer anfängt, und der Spieler ist der Interpreter. Hierbei ist es so, der Interpreter zieht eine mysteriöse Karte vom Deck und würfelt einen W20. Mit diesem W20 darf er dann die Clue geben, der Karte, die hinten drauf ist. Wir haben hier hinten 20 Sachen. Wir haben 1, name a mood, 2, name a type land, 3, name a movie or show, 4, name a game und so weiter und so fort. Und genau, das darf er dann geben, diese wunderschönen Clue. Und der Interpreter zieht dann 5 weitere Karten, mischt die mysteriöse Karte da rein, zeigt alle Karten vor und die anderen Spieler müssen wählen, welche der 6 Karten die Mystery-Karte ist. Wenn man korrekt rät, bekommt das gesamte Team einen Punkt. Wenn jemand geraten hat, legt der Interpreter die Karte in den Abwurfstapel. Und man macht das nochmal. Wenn das Deck aus auf Card Runs, also leer ist, mischt man einfach den Abwurfstapel als neues Deck praktisch rein. Danach geht der Interpreter zum nächsten Spieler, was wirklich, wirklich cool ist. So, und am Ende wird dann halt geschaut, wie viele Punkte man hat. Man hat 0 bis 1 Punkte als Team, ist man Common, 2 bis 3 ist man Uncommon, 4 bis 5 ist man Rare und ab 6 Punkte ist man Mythic. Wichtig ist, es ist so, dass man nur 6 Runden spielt und dementsprechend halt maximal 6 Punkte bekommt. Ja, 4 oder höher ist Winning Score. Das heißt, wenn man über 50% errät, ist man Winning Score. Sehr, sehr cooles Minigame. Habe ich schon gespielt tatsächlich. Finde ich richtig, richtig, richtig cool. Auch richtig, richtig cool finde ich das nächste Minigame, die Nummer 3, Magic and Minions. Auch das habe ich schon gespielt. Ich habe die ganzen neueren schon gespielt, weil, ja, ich lege die mal auf die Seite, damit die nicht so blenden, sorry dafür. Weil ich musste ja warten, bis ich die Nummer 1 hatte. Und bis ich die Nummer 1 hatte, was ja ein altes Minigame war, habe ich halt die neuen Minigames schon ein bisschen gespielt. Und ja, hier hat man 4 Spieler, 2 Packs, 45 Minuten Zeit und einen W6. Man nimmt die 2 Packs und benutzt die Karten in den Boostern, um einen One-Shot-Adventure-Story zu machen. Oh, jetzt werden ganz viele Leute hörig. Ein Spieler wird der Dungeon Master, der DM. Der DM öffnet einen Booster und nimmt 6 Nicht-Land-Magic-Karten davon und macht damit ein Adventure. Dann öffnet er das zweite Booster und nimmt 4 Nicht-Land-Magic-Karten davon und gibt die zu jedem der 3 Spieler. Da ist es so, dass jeder Spieler sozusagen Actions hat. Den Rest der Karten wirft man weg. Actions bedeutet,
Karten repräsentieren einen Typ of Action und Mana Value ist die Power. Das heißt, ein Spell, der 5 Mana Value hat, ist 5 Power stark. Weiß bedeutet Charisma. Man kann Charisma-Aktionen durchführen und hat dafür eben die Action zum Beispiel von 3 oder so. Blau ist Intelligenz, schwarz ist Strength, rot ist Dexterity, also Ranged Attacks, Dodging und so weiter und so fort. Grün ist Wisdom, was ich sehr interessant finde, dass blau Intelligenz und grün Wisdom ist. Und Colorless. Colorless ist Constitution, also Running, Swimming, Swimming und so weiter und so fort. So, dann haben wir das Spiel an sich. Als allererstes beschreibt jeder Spieler seinen Charakter. Dafür nimmt er die meiste Power der Actions, die er hat. Wenn er zum Beispiel eine blaue Karte hat, die sehr viel Action hat, ist es sehr viel Power hat, eine blaue Karte, die sehr viel Power hat, dann ist man ein sehr intelligenter Charakter. Dann kriegt man noch eine Backstory und einen Namen. Und der DM wählt eine Karte random von seiner Hand aus. Nicht random, einfach eine Karte. Und das ist dann der erste Encounter. Es ist so, dass man eben so ein bisschen die Karte mit Artwork, so ein bisschen mit Storytelling macht. Und dann hat man The Difficulty Clause. Das heißt, ihr macht 6 plus den Mana Value der Karte, die ihr aufgedeckt habt. Was schon viel sein kann, wirklich viel sein kann. Jeder Spieler muss seine Actions benutzen, um den Encounter zu overcome, also stärkt sein der Encounter. Ein Spieler zeigt eine Karte aus seiner Hand vor, also er beschreibt, was sein Charakter tut. Wenn er jetzt zum Beispiel, sagen wir, er hat die Actionkarte, nehmen wir her, magische Geschosse. Dann sagt man, okay, ich benutze magische Geschosse, ich mache 3 magische Geschosse. Das mache ich als eine Ranged Attack. Das heißt, ich würde gerne eine Ranged Attack machen, nehme dafür diese rote Karte und werfe die für 3 Value. Der DM beschreibt den Erfolg, je nachdem eben wie Ding ist. Wenn das Gesamte weniger ist als der DC, ist es so, dass der DM den Failure beschreibt. Es ist so, dass man den 6-seitigen Würfel und diesen würfelt und mit diesem 6-seitigen Würfel Mana Value oben auf diese Wert drauf rechnet, was ganz cool ist. Die anderen Karten der Action werden halt auf den Mana Value oben drauf gemacht und dann würfelt man einen Würfel, bis man den Encounter overcome. Das heißt, man sagt, okay, ich mache einen Range Attack, ich werfe die Karte, werfen W6 und ja, man probiert es dann neu mit dem Würfeln. Wenn die Spieler den Encounter bezwungen haben, dann zeigt man die nächste Encounter-Karte. Und die Spieler dürfen wieder die Karten von sich selber benutzen und sagen, hey, ich mache schon wieder einen magischen Geschoss damit. Am Ende ist es so, die Spieler gewinnen, wenn sie alle 6 Encounter overrun haben. Das passiert, man hat aber als DM keine Chance, das zu gewinnen. Es ist halt ein PvE-Spiel. Das ist schon ganz cool. Dann haben wir das Mimic Match. Mimic Match ist auch eine neue Sache. Und zwar ist es so, dass man die möglichst viele Treasure Chests ohne Mimics, haben muss, um möglichst viel Loot zu haben. Dabei ist es so, dass man 2 bis 4 Spieler braucht, 2 plus Booster und 10 Minuten Zeit. Und man macht 1 Booster pro Spieler auf, nimmt alle Landkarten davon runter und alle Karten ohne Magic Bag. Dann mischt man die zusammen und legt 2 Länder oben auf das Deck. Das sind dann die Mimics. Dann mischt man. Man hat damit also 16 Karten face down in einem 4x4 Grid. Und dann determiniert man, wer anfängt. Wenn man anfängt, ist es so, dass man geheim 2 Karten anschaut. Und wenn die Mana oder Mana Value oder Farbe matchen, werden sie vorgezeigt. Man sagt, was die matchen und man nimmt diese Karten. Wenn man die nicht hat, also wenn die Karten jetzt nicht irgendwie die gleiche Farbe haben oder gleiches Mana Value, dann legt man sie zurück und macht das, sonst nicht. Farblose Karten können mit jeder anderen farblosen Karte gemischt werden, aber Mimics können nur mit sich selber gemimikt werden. Also nur weil Länder farblos sind, heißt das nicht, dass man sie mit anderen farblosen Karten zusammen machen kann. Das kann man nämlich genau nicht. Sondern eben, wie gesagt, nur mit farblosen Karten, nicht mit Ländern. So ist es richtig. Danach guckt man eben, dass man das Match gemacht hat oder nicht. Werden die leeren Slots mit 2 neuen Karten vom Deck face down geaddet. Also da kommen noch 2 Karten dazu. Wenn ein Spieler
zwei Mimics aufdeckt, ist das Spiel vorbei. Was sehr, sehr cool ist. Am Ende des Spielers kriegt jeder Spieler einen Punkt für jede Karte, die er collected hat. Und der Spieler, der die Mimics aufgedeckt hat, kriegt nochmal zwei Punkte obendrauf. Und ja, wenn da Spieler tight sind, ist der Spieler, der die uncovered, wer zuerst die Mimics aufgedeckt hat, hat dann gewonnen. Sehr, sehr cooles Teil. Ist im Endeffekt eine Art von Memory, wenn man es kurz halten will. Und dann haben wir das letzte Minigame. Wir haben dann noch Roll for Initiative, also für die Initiative rollen. Wir haben 2 plus Spieler, 1 plus Magic Packs, 5 Minuten Zeit und einen D20. Und es ist so, dass man am Anfang ein Objective hat, also ein schönes Spiel. Und dann sagt man halt, als man den Raum betritt und der bösartige Drache die Augen aufmacht und ein lautes Brüllen von sich lässt, muss jeder erstmal Initiative rollen. Und dabei rollen alle den D20 und modifizieren mit ihren Magic-Karten die Initiative, um die höchste Initiative zu bekommen. Was man macht ist, man öffnet ein Booster, nimmt alle Karten ohne Magic-Kartenrücken aus dem Booster. Ein weiteres Booster wird benötigt, wenn man eine Gruppe von 5 oder mehr Spielern ist und so weiter und so fort, damit man halt genug Karten hat. Die anderen Karten, also alle Karten werden dann gemischt und alle Spieler kriegen dieselbe Anzahl an Magic-Karten. Wenn ein paar extra Karten übrig sind, werden die beiseite gelegt, damit alle wirklich die gleiche Zahl haben. Jeder Spieler wirft den W20 und kriegt damit seine Initiative. Wenn Spieler Gleichstand haben, also beide jetzt eine 20 würfeln, dann müssen die Spieler nochmal würfeln. Der Spieler mit der geringsten Initiative fängt an. Wenn ein Spieler dran ist, kann er seine Initiative modifizieren. Man kriegt einen Karteneffekt. Das können wir gleich zeigen. Jede Karte hat einen Karteneffekt. Und Karten mit den Effekten werden am Ende des Spiels gecountet, also gezählt, und werden als in Front, also vor den Spieler, den die targeten, benutzt. Und die ganzen anderen Karten gehen in den Discard bei. Bedeutet, wir haben weiße Karten, die wir vor jemanden legen können. Und dabei wird der Roll increased bei 2. Den man gewürfelt hat. Wenn man eine blaue Karte nimmt, rerollt ein anderer kann man einen anderen Würfel von einem Spieler rerollen. Und man nimmt das neue Result nur, wenn es weniger ist. Wenn man eine schwarze Karte hat, wird von dem Spieler, den ihr ausgesucht habt, die Initiative um 2 gesenkt. Bei einer roten Karte wird ein anderer Spieler der Würfel rerollt und er muss das neue Result nehmen. Bei einer grünen Karte kann man seinen eigenen Würfel rerollen, muss man den aber nur benutzen, wenn der Reroll höher ist. Bei einer farblosen Karte ist es so, dass jeder Spieler seine Würfel, wenn er möchte, rerollen kann, aber sie müssen das neue Result nehmen. Multicolor-Karten, hier ist ein Punkt zu viel. The new result, Punkt, Punkt. Multicolor-Karten ist es so, dass die den Effekt von jeder Karte haben. Die können sogar unterschiedliche Leute targeten. Das heißt, wenn man eine schwarze und eine weiße hat, kann man einen Spieler wählen, wo die Initiative um 2 erhöht wird und einen Spieler, der die Initiative um 2 decreased bekommt. Multicolor-Karten sind sehr mächtig in dem Spiel. Und ja, any played face-down-Card ist, also wenn man sie einfach nur runterlegt, verdeckt, dann wird der Die-Roll um 1 decreased. Also dann hat man so die by default kann man da eben noch was machen. Und am Ende des Spiels wird dann eben geschaut, wenn keiner mehr Handkarten hat, wer die höchste Initiative hat und der Spieler hat dann gewonnen. Ja, das sind endlich alle 5 Minigames von Adventure of Forgotten Realms. Es war super anstrengend, sie zu bekommen. Ich hoffe, die von Innistrad Midnight Hunt werden besser und dementsprechend, ja. Danke fürs Zuschauen. Ich weiß, die Videos sind nicht so beliebt, aber ich hoffe, ihr könnt davon etwas anfangen. Ihr könnt eins von den Minigames mal spielen. Ich gebe euch nur einen Tipp, spielt die alle mal. Die sind wirklich cool und machen wirklich Spaß. Dementsprechend würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.